Ich spiele jetzt mit Ihnen ein bisschen Buzzword-Bingo. Buzzword-Bingo, wenn irgendwelche Fachbegriffe fallen, die besonders hip sind. Und ich denke, bei Buzzword-Bingo kann man das Thema Transmediales dazu nehmen. Das Thema Storytelling ist so ein Buzzword gerade. Crossmedia ist so ein Buzzword. Aber es sind eben nicht nur Buzzwords, sondern es sind eben auch Dinge, die ihre Berechtigung gefunden haben, die eben nicht nur auf einer Journalistenschule oder einer Filmschule mal irgendwie nur auf dem Lehrplan stehen und da macht man irgendwas draus, sondern es gibt mittlerweile Projekte, die da ihren Erfolg hatten, ihren Achtungserfolg, ihre Sichtbarkeit. Und ein Projekt, egal auf welche Veranstaltung man geht, immer wenn man auf eine Veranstaltung geht und es geht um crossmediales Storytelling oder um transmediales Storytelling, wird immer ein Projekt genannt, wo man sagt, so wie damals in dieser einen Geschichte. Und es fällt immer der Begriff About Kate. Kurze Frage ins Publikum. Wer von Ihnen hat von About Kate bereits gehört? Sehr gut. Jetzt kommt die Gegenprobe. Wer hat es auch gesehen? Ja, sehen Sie schon mit weniger. Also das meine ich ja mit, dass Dinge manchmal uns an uns vorübergehen und wir hätten es aber genau gerne so. Jetzt mit mir auf der Bühne gleich oder für Sie auf der Bühne ist gleich Jana Nancik, die dieses Projekt mitbetreut hat. Und die uns darüber ein bisschen was erzählen kann, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und uns einen tieferen Einblick geben wird in die Kunst des transmedialen oder crossmedialen Storytellings. Herzlich willkommen. Ich versuche, das kann ich auch, genau. Hallo erstmal. Ich bin Jana Nancik, habe Buch und Regie bei About Kate gemacht und auch das Social Media Management übernommen und werde heute einfach über die Genese des Projekts und den Outcome ein wenig sprechen. Zunächst einmal, wie kam es zu dem Format? Das Format ist tatsächlich schon 2011 von Arte in Auftrag gegeben worden. Es war damals ein Pitch, das heißt, mehrere Produktionsfirmen aus Deutschland und Frankreich haben sich beworben, etwas Crossmediales für Arte machen zu dürfen. Und die Vorgaben waren, dass es ein Format sein soll, 20 mal 26 Minuten, das sind nachher weniger Folgen geworden. Es sollte eine Second-Screen-Anbindung geben, es sollten Partizipationsmöglichkeiten für Zuschauer gegeben sein und im Zentrum sollte eine fiktive Figur stehen, die 24 Stunden im Netz zu Hause ist. Zunächst war das tatsächlich gar nicht als Serie gedacht, sondern eher als ein Videoblog, so ein bisschen in Richtung Mockumentary. Heißt, wir haben POV-Tagebuch-Videoblog-Einträge einer Figur. Darüber hinaus sollte auch noch die Kunstplattform Arte Creative eingebunden werden. Das ist eine Plattform von Arte, die junge Videokünstler featured. Also vom Budget und vom Sendeplatz, wir lagen Samstag auf so einem Gleitzeit-Sendeplatz um 23 Uhr, war es eigentlich nicht für eine Serie konzipiert. Es hat sich aber nachher so entwickelt. In der Autorenarbeit zu About Kate ist mir dieses Zitat von Friedrich Kittler über den Weg gelaufen. Jede Zeit denkt nachts und träumt tagsüber genau so, wie es ihre Technologien nahelegen. Und das waren dann auch eigentlich unsere Ausgangsfragen mit der Ulm Television. Also inwieweit beeinflussen uns Medien, die wir täglich nutzen, in dem, wie wir denken, träumen und kommunizieren? Und inwieweit wird unser Bewusstsein und unser Unbewusstes eigentlich durch unsere kleinen Maschinen geprägt? Und inwieweit trainieren wir sie und inwieweit werden wir von ihnen trainiert? Deswegen haben wir auch gesagt, dass im Mittelpunkt des Ganzen quasi ein Prototyp für die digitale Revolution stehen soll. Eine Figur, die mit dem Internet aufgewachsen ist, also irgendwas zwischen 20-something und 30 und die aber auch durchaus Identifikationspotenzial hat, klug und sensibel ist und auch ein bisschen leidet unter den neuen Möglichkeiten. Unsere strukturellen Ansätze waren zu sagen, wir wollen Identität 2.0 mit den eigenen Waffen dieser Zeit untersuchen und eben eine sehr hohe Identifikation mit der Hauptfigur schaffen. Eine subjektive Perspektive war uns wichtig und eigentlich haben wir gesagt, dass wir die Immersion halt schaffen wollen in Bezug auf parasoziale Interaktion. Das heißt, dass wir fiktive Figuren bauen wollen, die den Eindruck erwecken, dass sie tatsächliche Menschen sind, mit denen ich mich unterhalten kann. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass wir die Wahrnehmungsgewohnheiten der Netzkultur eigentlich ins Fernsehen spiegeln.
Und das ist das, was uns im Netz auch passiert, dass wir Reales nicht mehr so von Fiktivem unterscheiden können, auch unsere Show betrifft. Darüber hinaus, in Bezug auf die Partizipation mit dem Zuschauer, war uns wichtig, dass wir den UGC halt als kreativen Austausch verstehen, dass tatsächlich was von den Usern und Zuschauern zurückkommt in unsere Show. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir Abstand nehmen von einer klassischen Erzählung und eher in einer assoziativen Collagenstruktur denken, also quasi wie Live-Surfing, die ganze Show bauen und ein bisschen so eine Art Bewusstseinsstrom von Mensch und Maschine herstellen, also quasi in den Kopf von Kate gucken, wie sie im Internet unterwegs ist und in ihren Erinnerungen. Und wir haben halt gemerkt, dass es ein achronologisches Storytelling ist, in dem man nicht mehr genau sagen kann, wo beginnt die Fantasie, wo beginnt das Internet und wo ist der wirkliche Alltag. Wir haben natürlich dann auch gemerkt, dass vom Budget her wir sehr viele Ansprüche hatten und man Lösungen finden muss, diese umzusetzen, weil wir sehr viel Drittmaterial eben für diese Collage-Technik brauchten und sind da schnell an unsere Grenzen gestoßen. Unser Lösungsansatz war dann, diese Materialheterogenität, die sozusagen das Internet ein bisschen widerspiegelt, durch Eigenproduktion herzustellen. Und hier sind ein paar Beispielbilder. Also wir haben dann quasi sehr viel mit Pop-Zitaten gearbeitet. Da oben ist eine nachgestellte Szene aus Blue Velvet. Daneben gibt es ein Stummfilm-Element oder wir haben eben auch Musikvideos und so weiter nachinszeniert und Coversongs dafür in Auftrag gegeben. Hier ist auch nochmal ein weiterer Materialmix, wo wir quasi mit Kate Harv, unserer Hauptfigur, ein Computerspiel gebaut haben, was auch in die Serie eingeflossen ist. Also es gibt halt sehr, sehr viele Clips in dieser Serie und sie besteht nicht nur aus tatsächlichen Spielszenen. Die Netzkultur und Social-Media-Phänomene waren uns im Storytelling auch wichtig. Das heißt, die Charaktere, die auftauchen, sind alle sehr stilisiert. Stereotype, wie man sie auch im Netz findet, Hipster, Nerds etc. Die Dialoge beinhalten auch viele Anglizismen und Abkürzungen und Internet-Slang. Humoristisch gesehen gibt es auch sehr oft kurze Spielszenen, die eher an GIF-Dateien oder Vine-Clips erinnern und die gesamte Ästhetik um Kate, auch in der Serie und auf dem Fernseher, war eigentlich an so Tumblr- und Instagram-Profile angelehnt. Selbst die Klinik haben wir ganz, ganz sleek gestaltet, sodass sie fast aussah wie Facebook, also blau und weiß. Das ganze Thema Cyberbullying und Stalking, Identity Theft, also all diese Themen haben wir quasi dann analog im Fernsehen nachgetanzt in unseren Spielszenen und quasi immer mehr den Unterschied zwischen Fernsehen und Internet aufgelöst. Jetzt aber direkt zu den crossmedialen Ansätzen. Uns war klar, dass wenn wir eine Second Screen App bauen, dass die on demand funktionieren soll, also nicht nur während der Ausstrahlung, sondern auch wenn ich die Serie im Netz anschaue. Und die sollte auch direkt an die Folge und den Fortlauf der Handlung angeknüpft sein, also eine starke Content-Bindung haben. Und eigentlich das noch verstärken, dass wir uns stark mit Kate und ihren Problemen identifizieren und quasi auch der gleichen Reizüberflutung, wie sie selber ausgeliefert sind. Wir haben mit dem Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet und mit einer Agentur namens Netzbewegung und haben es geschafft, über einen Audio-Fingerprint framegenau eine Synchronisierung hinzubekommen von der Serie und der App. Also es funktioniert ähnlich wie Apps wie Shazam. Also die App hört zu, was ich gerade anschaue und kann dann wirklich ganz genau in Bezug auf einen bestimmten Dialog, einen bestimmten Musiksong den Zuschauer auf seinem Smartphone oder Tablet ansprechen. Wir haben das dann Tagged Television genannt. Also quasi in speziellen Momenten der Serie gibt es weiterführende Hinweise und Fußnoten und der Second Screen funktioniert quasi wie ein Hypertext beziehungsweise wird die Fernsehsendung durch die App zum Hypertext. Die App hat auf der einen Seite also fast Sekundärliteratur geliefert und auf der anderen Seite haben wir ein Psychoquiz entworfen, das parallel zur Therapie der Hauptfigur, das habe ich noch nicht gesagt, also Kate befindet sich in einer Nervenklinik, zwar mit MacBook und Smartphone, aber trotzdem eigentlich abgekapselt von der Welt, konnte man als Zuschauer parallel eben auch eine Therapie mithilfe der App
durchlaufen. Die war natürlich nicht ganz so ernsthaft ausgelegt. Und die Zwischenergebnisse und auch die Endanalyse, also wenn man dann wirklich alle Folgen angeguckt hat, hatte man auch ein Schlussfazit, konnte dann auch in den sozialen Medien mit Freunden verglichen werden oder eben via Mail oder Social Media Pinnwand geteilt werden. Darüber hinaus haben wir als Gimmick entwickelt, dass es auch möglich war, dass Kate einem auf dem Smartphone anruft. Das heißt, es gab bestimmte Momente, die szenisch so ruhig waren, dass wir erlauben konnten, dass aber auch innerhalb der Dramaturgie ein Foto von Kate und auch ihr Name auf dem Handy-Display der Zuschauer erscheint. Man abnimmt ganz klassisch, als wenn wirklich ein normaler Mensch anruft, und dann ist quasi eine Tonspur abgelaufen. Und Kate hat sich mit uns unterhalten. Hier sehen wir noch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert mit der App, aber ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, weil ich habe nur noch 5 Minuten. Die App hört zu, und über die Server vom Fraunhofer-Institut wurden dann halt diese Tech-Moments auf die Endgeräte geschickt. Darüber hinaus haben wir die Zuschauer gebeten, ab der 3. Folge, weil wir haben gedacht, die müssen erstmal ein bisschen warm werden mit unserem kuriosen Format, ab der Folge 3 doch uns gerne Fotostricken oder Videos zu schicken, beziehungsweise unproblematisch auf der About Kate-Seite hochzuladen. Diese waren in Ästhetik und Dramaturgie sozusagen immer mit der Serie verknüpft, und der Gewinnerbeitrag hat dann Einzug in die Sendung gefunden, weil wir parallel zur Ausstrahlung noch im Schnitt saßen und quasi somit die Beiträge der Zuschauer noch in die laufende Serie einbinden konnten. Das hat die Identifikation mit den Zuschauern sehr, sehr erhöht, nicht nur durch den kreativen Austausch, sondern man hat auch das Gefühl, sie wollen eigentlich Kate direkt was schicken. Hier haben wir so ein paar Beispiele von verschiedenen Fotos, aber ich muss, glaube ich, ein bisschen verknappen. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir wirklich alle Figuren von About Kate, das ist halt die Hauptfigur Kate Harf, sowie ihre Freunde und auch Nemesis-Gestalten in der Nervenklinik auf Facebook anmelden. Das haben wir dann auch schon vor Sendestart 2011 gemacht, sodass sie von privaten Profilen nicht zu unterscheiden waren. Das waren auch keine Facebook-Seiten, sondern wirklich klassische Profile. Die Figuren haben da dann schon quasi über ein Jahr hinweg Musik, Kunst, Videos und Gedanken geteilt, und man konnte als User ein Gefühl für die Tonalität der einzelnen Figuren erhalten. Darüber hinaus haben wir einen direkten Austausch mit den Figuren 24 Stunden angeboten, und man konnte während und auch schon kurz vor der Ausstrahlung permanent mit allen Figuren sprechen und sie zu befragen zu den Inhalten, die gesehen wurden. Man konnte natürlich dann auch in der Chronik der Charaktere stöbern und auch sehen, was die Charaktere sich untereinander schreiben oder wie die sich entfreunden oder wieder befreunden. Zudem haben wir ein bisschen dort während der Ausstrahlung immer Hinweise für die nächsten Episoden gegeben. Und dadurch ist dann ganz schnell eine Gruppendynamik entstanden. Es wurde sehr heiß diskutiert zwischen den Zuschauern dort. Es wurde auch über Kate quasi sich untereinander befreundet. Und da ist wirklich eine ganz starke Community dann gewachsen. Das war unsere Landingpage. Wir hatten auch noch eine Homepage, wo man eben alle Folgen nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch online anschauen konnte. Das Ganze war auch wie eine kleine Nervenklinik aufgebaut. Hier konnte man eben auch den OGC hochladen, die Chronik von Kate von Facebook nochmal ausgelesen anschauen und sich auch mit anderen Leuten austauschen. Also hier wurden quasi auf der Website nochmal alle crossmedialen Kanäle gebündelt. Jetzt nochmal zum Feedback der Zuschauer, weil das ist eigentlich das Schönste an dem Projekt und auch mein Fazit. Die Interaktion und Identifikation mit Kate und ihren Problemen war wahnsinnig hoch. Wirklich fast alle User haben eine extrem enge parasoziale Beziehung zu Kate aufgebaut, und wir haben eigentlich täglich mit Menschen dort kommuniziert über 3 Monate der Ausstrahlung hinweg, bis hin zu, sie sind morgens aufgewacht, haben Kate Hallo gesagt und dann konstant bis zum Abend sich mit ihr unterhalten. Innerhalb der Menschen, die sich dort auf Facebook kennengelernt haben, ist, wie gesagt, eine Gruppendynamik entstanden, die dazu führte, dass auch echte Themenabende und Veranstaltungen zwischen den Ausstrahlungen organisiert worden sind und die Menschen sich real getroffen haben, Postkarten sich geschickt haben und auch Kate ein Paket geschickt haben. Hier sehen wir eine Szene aus About Kate, und hier sehen wir so ein bisschen, wie das Ganze dann in der Facebook-Community abgefeiert worden ist.
Das sind auch noch zwei kleine Fundstücke. Das eine ist ein Brief, der geschrieben wurde, nachdem das Ganze vorüber war. Es hatten sich so 15 Leute nochmal in Berlin getroffen, um gemeinsam dann About Kate zu gucken. Das waren wirklich Leute aus vollkommen unterschiedlichen Altersklassen. Es haben sich auch drei verschiedene Pärchen gebildet, die quasi sich über About Kate kennengelernt haben und auch immer noch miteinander verbunden sind. Und man kann nur sagen, dass wirklich die Welle sozusagen an Immersion und an dem, was da dann sozial losgegangen ist, immens war und uns sehr glücklich gemacht hat. Und es war sehr, sehr spaßig, auch als Macher diesen Rückfluss zu bekommen. Also wir haben auch in den Schnitt sehr viele Postkarten und Pakete bekommen. Und ja, es war eine schöne Erfahrung. Ich glaube, jetzt bin ich auch fertig. Ja. Es ist eine fiktionale Figur von Anfang gewesen. Es war eine Schauspielerin, die das dargestellt hat. Und genau, also es gibt keine reale Kate, aber es fühlte sich eben so an, als gäbe es sie. Ja. Ja, es tut mir leid, ich habe die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf, kann die aber nochmal hier dann mit Rücksprache Arte zur Hand geben, dass sie dann auf der Webseite hier auftaucht und man sich nochmal anschauen kann. Auf jeden Fall kann man sagen, dass aufgrund des Sendeplatzes viel mehr Menschen es im Netz angeguckt haben als im Fernsehen. Genau. Vielen Dank. Jetzt hatte ich nochmal so auf super spannendes Projekt und aufgrund des Popular Demands auch noch mit Q&A-Session reingeschoben. Vielen Dank für deinen Vortrag.